alle Wege führen nach Rom. Nein, uns führt heute der Weg zum südlichsten Punkt Europas. Bleibt dran! Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Weit und breit hinter den Dünen nur Camper und das im Windschatten. Und ich sagte noch, vielleicht der letzte schöne Tag hier in Spanien. Vergisst es, Leute. Das ist wie an der Nord- oder Ostsee. Regen angesagt. Ja, der Regen ist dann irgendwo da vorne und man hat dann einfach die Sonnenstrahlen. Ihr seht es selber. Der Junge zieht die Schlappen aus. Arschlecken. Erstmal Richtung Wasser. Weil schaut euch diese Farbenpracht an. Es wirkt über die Kamera auch nicht so toll wie in echt, wie im realen Leben. Ja, der Mian hatte noch den Vorschlag, komm, wir gehen buddeln. Da wird die Mops sich gleich freuen, wenn der Vater mit dem Jungen schmuddelig nach Hause kommt. Aber ihr seht es halt, ne? Wer kann jetzt hier nicht reingehen? Also, oder zumindest mal das Wasser testen. Herrlich. Herrlich kalt auf jeden Fall. Ja, nicht zu weit rein, aber trotzdem alles mitnehmen. Das wird doch ein herrlicher Tag. Oh ja, Leute, schaut es euch an. Breite Seite zu den Dünen und dahinter das Meer. Wir hatten Glück, der Nachbar ist abgefahren. Also haben wir uns im Prinzip von dieser Stellung vorgearbeitet zu einem Königsplatz hier. Traumhaft schön. Ja, hier kann man schön spielen, man steht kostenlos, alles ist super. Und schaut euch die Karre an. Es hat geregnet. Ja, der Mian, der hat hier ein Kind gefunden, der hat den Megalodon. Ihr wisst es, der Papa hat ihn geschrottet. Jetzt hat ein anderes Kind den Megalodon. Ja, das tut weh, aber das kriegen wir wieder alles gerade gebogen. Wir sind hier noch bei der Kamera. Ich muss jetzt ablenken, es tut mir echt leid für Mian. Aber er war wirklich schon kaputt. Schaut euch an, wie sauber die Karre ist. Klar, die Reifen und sowas, das ist dreckig. Es kann auch gefährlich sein, wenn wir dann losfahren, weil hier sind überall so Schlaglöcher, da ist natürlich noch der Regen drin versammelt. Aber der Grundputz ist gemacht, dann braucht man nur hinterher einmal über die Felgen gehen. Also so gut standen wir lange nicht. Das hat schon richtig Qualitäten hier, das kann ich euch sagen. Ja, mittlerweile haben wir 3 Nächte hier gestanden. Mops macht sich jetzt fertig. Ich bin fertig. Sie ist sogar fertig. Ab durch die Huckelpiste. Wir verabschieden uns jetzt von diesem schönen Plätzchen. Und ich weiß, was Illo sein Gedanke ist. Oh nein, die Felgen. Sie werden schmutzig. Ich habe doch erst das Fahrzeug gewaschen. Ja, das Fahrzeug wird ja nicht schmutzig. Die Felgen habe ich mal extra nicht gewaschen. Ne? Ist ja logisch. Die Reifen habt ihr auch gesehen. Aber das kann trotzdem hochspritzen an der Seite ans Fahrzeug. Ich fahre ganz langsam, da passiert nichts. Ja, ja. Das Gute ist, wir müssen jetzt hier nicht den ganzen Weg zurück. Wir haben gesehen, hier vorne ist quasi schon eine Einkerbung. Das heißt, nicht bis zum Ende. Aber es ist trotzdem eine ganz schöne Mocke da auf dem Boden. Aber Augen zu und durch. Es ist ja nur ein Fahrzeug, ne? Oh, ich sage gerade, sehr schön, da ist eine Riesenpfütze und Illo, sein Wort war F. Punkt, Punkt, ja, Punkt, 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 Punkt. Ich glaube, du kannst dich auch mal hier mit dem Fahrzeug legen. Ah, ja, mache ich ja von innen. Ja.
Du bist, ich auch. Du bist für die Äußerlichkeit des Fahrzeugs zuständig. Ich hier für innen drin. Ich habe hier auch schon wieder alles sauber und picobello geleckt. Und ja, jetzt ist aber hier wieder ordentlicher Boden. Das heißt, der Elo könnte jetzt theoretisch raus und seine Felgen schrubben. Mach ich gleich auch. So, wir sind jetzt mittlerweile an Tankstelle angekommen und ja, hier kann man alles machen, Fähr- und Entsorgung, und wie ihr seht, gibt es hier auch eine Wäschemöglichkeit. Da vorne ist quasi eine große Waschbox für Wohnmobile. Fähr- und Entsorgung ist gegen Aufpreis, es sei denn, man tankt ab 50 Euro, dann ist das kostenlos. Hier kann man auch Gas auffüllen, da besteht hier auch die Möglichkeit. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal hier alles voll und alles leer. Und die Koordinaten von hier werde ich euch in die Videobeschreibung setzen. Und die Koordinaten von dem Strandplatz, wo wir gewesen waren, die werde ich euch auch unten in die Videobeschreibung reinsetzen, falls der eine oder andere daran Interesse hat. Jetzt schauen wir uns Matarifa an. Heute aber mal andersrum in der Planung. Mops hat Hunger. Mops sagt bis 16 Uhr, hat auf jeden Fall was offen. Die verteidigt sich gerade. Nein, wir haben natürlich alle Hunger, haben wir. Und ja, jetzt wird erstmal gegessen. Danach schauen wir uns die Stadt mal an. Ah, die Pizzeria hat natürlich zu, der Klassiker. Gut, wir hungern, aber es gibt ja einiges hier zu sehen. Wahrscheinlich mit auch vom zweiten, wisst ihr schon. Finde ich hier immer sehr interessant, aber das Ganze ist irgendwie hier wie abgesperrt. Ich kann nicht richtig hoch. Ihr kennt mich, Dänemark-Tour, da war es ganz extrem. Ich gehe auch da mit euch rein. Je näher wir jetzt so der Landzunge kommen, wir haben ja ein Ziel vor Augen, ganz klar. Müssen wir uns jetzt wieder anziehen. Also Mops packt jetzt auch die Sachen wieder aus. Angezogen wird jetzt. Aber hier wäre ich gern hochgegangen. Ja, ich habe mir dann jetzt auch lieber mal mein Thermoshirt drunter gezogen. Und Leute, ich habe hier ein Highlight. Schaut euch das mal an. Wow. Wie aus dem Bilderbuch. Haben sie hier extra nochmal Sand hingebracht? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch phänomenal. Egal wie hier der Wind pfeift, das ist hier mal Urlaubsfeeling pur. Ach, jetzt lass doch richtig schön warm sein, dann gehe ich da sofort rein. Wow, wow, wow. Und jetzt wird es wirklich historisch für uns. Wir drei, wir haben es geschafft, hoch bis zum Nordkap und kommen hier unten zu viert an. Auch nicht schlecht. Boah, es gibt richtigen Sandregen, aber ich habe auch schon Fahrradfahrer gesehen, die haben Flaggen von allen Ländern, die sind wahrscheinlich mit dem Fahrrad tatsächlich von ganz oben bis nach ganz unten. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, ganz klar. Aber wenn man sich dann hier krönen kann, dann ist das ein absolutes Highlight. Also ich bin gerade überlegen, was ist besser, von oben nach unten oder von unten dann nach oben? Na, macht es so wie wir. Im Sommer hoch,
im Winter dann hier runter. Boah, ist das stürmisch. Ja, bei Mian geht auch nichts mehr. Er hat zum Glück den Schutz. Manchmal kam auch die Frage, warum nimmt denn das Ding mit? Ja, weil wir dann selber auch nicht den Rucksack tragen müssen. Den Mian dann auch nicht, der mal dann auf den Arm möchte, tragen möchten müssen. Boah, ist das ein steiniger Weg hier wieder. Oh, ich glaube, Mob sieht da hinten schon einen Zaun zu. Ach, darf man da nicht weiter oder was? Ding dong. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Wir sind jetzt offiziell am südlichsten Punkt von Europa und wir waren natürlich schon oben am nördlichsten Punkt am Nordkap. Für diejenigen, die vielleicht unsere Videos noch nicht kennen, wir haben eine ganze Playlist über Norwegen, auch über die anderen Länder, wo wir gewesen sind. Da könnt ihr natürlich gerne mal reinschauen. Unsere Tour fängt direkt auch oben am Nordkap an, also nicht so von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Und ja, das ist jetzt hier gerade wirklich irgendwie ein besonderer Moment für uns, auch wenn es jetzt hier gerade nicht so historisches, aber ich muss sagen, der Sandsturm gerade, das war wirklich heftig. Also ich weiß nicht, ob es über die Kamera so rüberkam, aber da hat der Wind, der war am Pfeifen gewesen und man hat auch richtig den Sand da im Hintergrund schon gesehen. Aber wie gesagt, das kam wahrscheinlich nicht über die Kamera rüber. Für euch ganz klar den Tipp, nehmt euch am besten eine Mütze mit, weil das tut in den Ohren weh. Oder habt mindestens hier quasi eine Jacke mit Kapuze, sodass ihr so lang laufen könnt. So laufen wirklich auch die Leute da lang. Das tat, also es war wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm und wir können euch mal zeigen, da ist nicht ein bisschen Sand nur geflogen, selbst der Kinderwagen, Mian, würdest du einmal zeigen, selbst der Kinderwagen ist hier komplett voller Sand und der Mian war gerade ganz hüpfig, der hat sich ja hier drinnen schon verschanzt und er hat dann so gemacht, sagt er, weil er konnte dann trotzdem durch die Dings gucken und war auch nochmal zusätzlich da drinnen geschützt. Hungrig schlagen wir uns jetzt durch die engen Gassen, die es hier überall gibt. Ja, es ist jetzt auch gar nicht großartig kalt im Schatten. Also es wird alles tatsächlich besser, solange man nicht draußen steht, im vollen Wind mit Sand erdrückt wird. Natürlich wird hier und da gebaut. Ja, es ist die Wintersaison, alles bereitet sich auf die Sommermonate vor. Ja, Mops, der Sand in unseren Füßen ist das kleinste Problem. Ich darf nicht vorher ins Bett, bevor ich mir nicht den Kopf gewaschen habe. Also überall kleiner Sand. Was hast du denn hier Schönes eingelegt? Und was kochst du denn da? Essen gab es ja jetzt nicht auswärts. Ja, das Problem war wirklich jetzt, viele haben Mittagszeit, Spätmittagszeit und machen erst ab 19 Uhr wieder auf. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht bis 19 Uhr warten. Wir haben jetzt 20 oh, vor siehst 7. Du, da ist es aber gefährlich, ja, jeden schon mit dem Zebra. Ich stehe hier neben. Also, wenn ich es verlassen würde, würde ich es jetzt abmachen, das zu dem Zebra. Aber wir haben noch nichts irgendwie, um ich mach's gleich ab. Drum zu wickeln. Oder ich mache es jetzt einfach ja, ab. Ja, besser ist das. Also besser, ganz langsam, hin. Langsam. Ja. Ja, auf jeden Fall machen viele dann erst wieder ab 19 Uhr auf. Und ja, so lange wollen wir nicht warten. Vor allen Dingen 19 Uhr ist bei uns eine Zeit okay. Da kommen wir zur Ruhe, essen Abendbrot quasi und so. Ja, und ich habe jetzt irgendwie haben wir beschlossen, wir essen Brot bzw. Brötchen. Und da habe ich gedacht, boah, irgendwie habe ich Bock auf so einen eierigen Geschmack. Und ja, ich persönlich oder wir essen ja eigentlich auch kein Ei. Also wir sind ja Vegetarier, aber Ei essen wir jetzt auch nicht so wirklich. Und ich habe halt Lust auf diesen eierigen Geschmack. Und da bietet sich halt an, so eine Art Rührei-Rührtofu zu machen. Jetzt habe ich hier quasi schon Tofu angebraten und dann kommt da Kalamanak-Salz dran. Ich weiß nicht, ob manche von euch das kennen. Das ist so ein Schwefelsalz, was diesen eierigen Geschmack ausmacht. Genau, und dann kommt da gleich so ein Tacken Milch noch rein, dass es halt so cremig wird. Und dazu essen wir dann Brötchen und dazu gibt es halt einen leckeren Salat. Und deswegen habe ich schon quasi hier mit unserem Aquionwasser den Salat eingelegt, den ich dann jetzt gleich fertig mache. Ja, ich will nochmal einen kleinen Heißmacher für nächste Woche, Leute. Einschalten, einschalten, einschalten. Ich denke mal, der eine oder andere, der hat da schon was mitgekriegt. Ich kann euch sagen, wir verlassen das Land. Wir sagen bye bye Spanien.
bis nächste Woche. Ciao.